auf alle Fälle, was ich sagte, macht Joe Zinnbauer einen sehr, sehr guten Job, ist leidenschaftlich, ist engagiert, gibt Power in die Trainingseinheiten, in die Besprechungen. Es hat Hand und Fuß, was er den Spielern erzählt, und von daher ist das sehr gut. Ja, ich denke, wenn man es objektiv beurteilt, hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Nur wir haben es nicht getan, und deswegen, wer am Schluss die Punkte hat, der hat gewonnen und hat es auch dann letztendlich verdient. Da fragt auch keiner mehr danach. Also wir haben es uns selber zuzuschreiben natürlich. Auch wenn man so ein Tor alle 2 Jahre mal bekommt oder alle 3 Jahre, darf es keine Entschuldigung sein, dass wir es auf Unglück oder Pech oder so schieben, sondern wir hätten eben vorher für eine Entscheidung sorgen müssen. Als ich 22 war und es wurde ein Trainer von uns entlassen, da habe ich auch mal was gesagt, was ich dann 2 Jahre später bereut habe. Der Mann ist 48. Ich möchte dazu nichts mehr sagen.